So, okay. Hehehe. Wie haben denn den Folk von? Das ist gar nicht so licht im hier zu finden. Hier ist verstecken. Ach, da drei Dörren und zwei Trappen. Müllt wie die Rüstkörner finden. Da kriegt wir uns Montur und wer? Möge Gott über dich wachen. Das ist ein Wetter, so ein Donner und Regen. Eieieiei. So, mal kicken. Mit wie Hen? Das ist bloß der hele Stroll hier langs. Denn ob dessen, ich muck hier mal so ein irgends wo liegt da ein Marker hin. Das geht aber nicht. Naja. Der Weg ist nicht so. Das ist Licht zu finden. Das ist aber nicht Licht zu finden. Wir haben bloß kein Pferd. Wir haben kein Pferd. Wir müssen eins der Fot machen. Und der tut denn auch eins ein Lüttenwart länger. Oh, aber das war Albert Waden. So meditiert. Kickt mal so wie nur all zu weit. Ah, wir sind zu weit. Dann ist das hier. Glöft das hier? Das ist. Ich glöft das ist hier. Ja. So gut. Mächtiger, deine Kleider. Wurdest du ausgeraubt? Gottverdammte Banditen. Ja. Ne, hier ist das nicht. Das ist bloß hier ein. Okay. Okay, das ist bloß ein Showster. Das ist mein Showster. Ah, in der Innern. In der Innern Raum. Innern Raum. Da müssen wir mal kicken. Okay, da können wir bloß inbreken. Ich will hier nun nicht inbreken. Kommt nicht rin. Ne, da kommt nicht rin. Das heißt.
Ich soll meine Ausrüstung hier abholen. Da gibt es nicht viel zu verbessern. Du bist bereits so gut ausstaffiert wie jeder Vasall. Aber dein Wunsch ist mir Befehl. Wenn ich mich recht entsinne, bekommst du Helm, Gambeson und Knüppel. Das ist alles? Willst du auch einen Kuss und eine Umarmung? Ich meine Ausrüstung. Für eine Stadtwache genügt's. Du sollst Ärger verhindern, nicht machen. Yeah. Ja. Ein Schenkengul kick's nicht in den Muhl. Oder Verzechtendor. Lichte. Da tut beide gut. Dort im Dreck ich das. Oh. Excuse me. So. Was noch? Knüppel. Und der Fackel. Knüppel und Fackel. Haben wir noch was kriegen? Vielleicht ein Büchs? Nee. Okay, nur haben wir die... Wenn wir die Montur kriegen, uns Kledorgen, und nun können wir helfen. Drehe mit Nachtigall zwischen 11 Uhr und 19 Uhr da unten. Ans Chlor. Das ist mir recht. Das kommt mir gut pass. Das gibt ein Lüden was an Geld. Das gibt ein paar Gruschen. Aber der Fackel können wir instacken. Was wäre der Idee? Knopf für was? Was wäre hier der Knopf? Vor der Fackel. Fackel. Ich werde das nicht mehr. Ist das geht? Hier bin ich. Ich heiße Heinrich. Wir sollen heute zusammen unsere Runden drehen. Ich sehe, du bist ausstaffiert. Das kann losgehen. Ich bin Nachtigall. Bist du nicht der, den diese Müllerin auf einem Karren hierher brachte? Theresa? Ja, sie hat mich gerettet. Sie tauchte mit Robert und seinen Rittern auf. Alle Ehre dem Mädchen. Hat mehr Eier als die meisten Männer. Sag mir, wie hast du ihr das vergolten? Ich habe ihr dafür gedankt? Das ist nicht viel. Du solltest sie besuchen, wenn es sich ergibt. Und wie genau bist du im Dienste des Vogts gelandet? Ich will Herrn Ratzig dienen. Aber er schickte mich hierher, um zu lernen. Und das wirst du auch. Du hast Glück, Junge. Er muss dich mögen. Die meisten Herren hätten dich fortgeschickt. Komm mit, Heinrich.
Wir drehen in der Stadt unsere Runden und stellen dann sicher, dass die Schenken abends schließen. Ich bin bereit. Aber vergiss nicht, ich soll dich auf die Probe stellen und dir mit Gottes Hilfe etwas beibringen. Ich erwarte also, dass du Verfehlungen sanktionierst. Ich habe dich im Auge, damit du keine Dummheiten machst. Gehen wir. Das ist unsere Kirche, St. Matthäus. Okay, das ist ja just das Hütodors. Das ist doch. Sie dient nicht nur als Gotteshaus, sondern auch als Gruft der Herren von Leipa, unseren Herren. Der Totengräber wohnt gleich um die Ecke. Der Pfarrer auch. Unser Pfarrer, er... Na, man sollte nicht schlecht über die Diener Gottes sprechen. Unser Rathaus. Ziemlich groß, was? Der Vogt und seine Knechte leben hier. Und der Maestro Proto Notarius. Der Schreiber. Und der Kerker. Will man nicht von innen sehen. Nicht mal als Wache. Natürlich haben wir auch einen Henker. Aber der wohnt nicht in der Stadt. Wäre unpassend, denkst du nicht auch? Er wohnt beim Galgenberg. Auf der anderen Seite des Baches. Dieser Pranger wurde im Herbst aufgestellt. Und zwei sind da bereits vermodert. Hier wohnt der Schwertschmied. Was zum Teufel ist hier los? Sieh mal nach, Heinrich. Ist dieser Misthaufen euch nicht groß genug? Was schreit ihr beiden da so rum? Schluss mit dem Krawall! Wurde auch Zeit, dass du kommst. Dieses dreckige Bettelweib da. Ich heiße Jana. Meinetwegen. Dieses Bettelweib da glaubt, dass sie herkommen und meinen Laden zustinken kann. Ich will, dass du sie fortjagst. Okay. Ja, das ist ja just das Hütodorps. Das ist doch, es ahnst dich. Jeden Kaffee, jeden Krauch, jede Kneipe, ahns ist dicht. Und nur Mutte, der Udel, der Gendarmerie, und nur kicken, dass ahns auch dicht bleibt. Und, ja, das muss dicht blieben. Ja. Und das ist unser Golf. Hier haben wir nur ein Street. Ja. Der Mann machte Frau nicht lieben, so als Utsüd. Und will sie stinkend reit. Sie rügt nicht gut. Und nu schallen wir er aförn, wegschicken. So. Wie möt wat down. Das ist nicht gut, wenn sie nur stinken died. Denn ist das auch nicht gut für die Kunden von den Smith. Und ja, das ist Figelinsch. Das ist Figelinsch. Wie könnt Wir könnten mal fragen, was sie nur down hätte. Was hätte sie down? Hätte sie bloß stinkt? Oder hätte sie noch anders was down? Was ist das Problem? Das ist mein... Es gibt genug Leute, die sie anbetteln können. Musst du ausgerechnet hier sitzen? Ja, muss ich. Warum? Die Leute jagen mich fort, ganz gleich, wo ich sitze. Kann nicht Tag und Nacht rumwandeln. Du solltest diese arme Frau hier sitzen lassen. Warum das denn? Sicher, dass in deinem Laden alles mit rechten Dingen zugeht, Meister Schmied?
Worauf willst du hinaus? Ich frage mich nur, ob du dir darüber im Klaren bist, dass der Ofen in der Schmiede mindestens 2 Ellen vom nächsten hölzernen Gebäude entfernt sein muss. Sicher weiß ich das. Also kann ich das Maß aus dem Rathaus holen und nachsehen? Wie du weißt, nimmt man Brände hier sehr ernst. Nicht nötig. Ich will dir keinen unnötigen Ärger machen. Du würdest mir viel Ärger ersparen, indem du diesen kleinen Streit beendest. Na gut. Sie darf bleiben. So schwer war das doch nicht, oder? Hab Dank. Tausend Dank. Gern geschehen. Aber halte dich in Zukunft von Ärger fern, verstanden? Sicher. Danke. Nicht schlecht. Aber dieser Tor wird dich eine Weile auf der schwarzen Liste haben.